Welcome back! Wir sind hier im Kapitel 2 vom Bauernmanager oder Farmmanager 2018. Was sollen wir machen? Zucht am See. Das hört sich ja sehr geschmackig an. Einen kleinen Hühnerstall bauen und ein kleines Silo. So, das werden wir ja hinkriegen. Hier ist unsere Bude wieder. Wow, habe ich viel Gäre. Ja klar, like a pro haben wir das. Jetzt ist die Frage, was ist denn besser für die Kühe? Das Gärfutter oder das Gras? Das ist eine gute Frage. Jedenfalls das Umwandeln funktioniert. Jetzt müssen wir schauen, was wir denen hier ein Futter geben. Das stellt sich hier irgendwie eh automatisch ein. Wie viel haben wir denn jetzt noch vom Gras? Ja, das wird erst geliefert. Das müsste jetzt aber gleich da sein. Ja. Also Gras habe ich genug. Wie geht's die Erdbeeren? Denen geht's auch gut. Ja, dann haben wir sie mal ja und das. Ein kleines Silo werden wir bauen. Wo kriege ich ein Silo her? Das ist jetzt eine gute Frage. Das schaut nach Silo aus. Ein kleines Silo. Das ist für Getreide. Alles klar. So, das hauen wir. Hauen wir da wohin. Wir können es auch hauen. Hauen wir uns da hin. Hier schaut es gut aus. Oder da dazwischen das Feld vielleicht. Genau. Zerstört es die Welt nicht. Und wir brauchen... Ja, das ist das mit dem Feld. Das brauche ich noch nicht. Einen kleinen Hühnerstall. Das wird geil werden. Jetzt kriege ich nämlich Chicken Nuggets. Hier wird der Hühnerstall sein, ne? Einer Hühnerstall, was ist das da? Einer Hühnerstall, einer Stall. Wir brauchen einen kleinen Hühnerstall und da können wir Enten und so ein Zeug rein. Leute, klein ist gut, ey, das Ding ist ja riesig. What the fuck ist denn bei denen klein hier, hä? Ja, aber ich würde sagen, das gebe ich da nach hinten. Hört's mich nicht. Zack! Baum fällt! So, was ist hier? Achso, das ist das Zeichen, dass gebaut wird. Ja gut, wir müssen ein bisschen warten, dass das gebaut wird, aber das sollte ja schnell gehen. Das funktioniert ja super hier. Die Umwandlung. Ja, das wird immer mehr. Das geht 1A. Ja, man braucht nur Munition hier und dann funktioniert das. Der nimmt das brav, bringt den Gärfutter darüber, das Gärfutter darüber. So. Mission haben wir auch abgeschlossen. Easy peasy. Nicht so wie mit der Gäre da rumeiern. So, was machst du mal machen? Weise einen Arbeiter zu kleinen Hühnerstall an. Gut, das hätte ich auch so gemacht. Das brauche ich jetzt nicht als Aufgabe. Repariere ein Haus des Inhabers. Das habe ich doch schon. Ist die Bude schon wieder im Arsch? Ey, wie oft wird denn das kaputt? So, und was müssen wir noch? Hühnerstall anweisen. Ja, das ist okay. Wer kann denn gut mit Tiere von euch? Ah, keiner. Mach mal Auto vervollständigen. Die werden schon was Nützliches finden. Ja. Läuft. Jetzt brauche ich natürlich... Ja, Hühner fressen das, was ich nicht habe. Das ist das Problem. Muss man zur Not kaufen. Ja, aber jetzt funktioniert's. Ich muss sagen, das mit der Silage, keine Ahnung. Ich habe halt nie mitgekriegt, dass ich keinen Stroh habe. Zu wenig von dem Scheiß. Einfach kaufen und fertig. So, das Haus ist repariert. Ich kann hier nicht draufklicken, wenn ich den Erfolg kriege. Das ist ein bisschen blöd. Wir sind schon in Mission 3 von dem Kapitel 2. 4, 5, 6, 7, 8. Hier haben wir ein bisschen mehr zu tun. Ziele. Viermal Hühner kaufen. Also das sind so Kindergartenziele, weil das mache ich ja nur locker, zackig, flockig. Das ist ein Klick. So, kaufen.
Chicken Nugget. Okay, das funktioniert nicht. Vielleicht sollte ich doch Huhn schreiben. Geht auch nicht. Ja, irgendwie bin ich eh falsch hier. Bitte, das kauft man hier. Nee, kauft man nicht hier. Kauft man die Hühner? Warte mal. Hier verwandte Produkte. Nö. Wo kauft man Tiere? Irgendwo hier sein. Aber da. Wo kauft man denn bitte Tiere? Das kann doch nur am Markt sein, oder ne? Ja, ja, das denke ich mal auch, aber hier kriege ich keine. Oh, du kannst sogar Scheiße hier kaufen, Alter. Das läuft. Ja, hier gibt's keine Tiere. Mist. Vielleicht am Markt. Ist da Schlafswolle. Warte mal, da war ein Huhn, oder? Nee, das Geflügelfleisch. Entenfleisch. Ne, scheiß Viecher. Ich weiß schon, das kaufst du wahrscheinlich direkt hier im Hühnerstall, kann ich mir vorstellen. Genau, habe ich recht gehabt. Also 4 Hühner kaufen. Gemacht. Ja, und Nahrung brauche ich für Dino. Mist. Wir müssen irgendeine Nahrung organisieren, weil sonst verhungern wir, Dino. Das erklärt, warum ich meine Dinge nicht krieg hier. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, sind jetzt meine Hühner da? Ja. Ich sehe nur nicht. Ja, Essen gibt es noch keins für die, aber wird schon bald kommen. Haben wir mal ein Turbo rein? Kann auch sein, dass die geliefert werden. Ne? Bei dem Spiel ist ja das so halbwegs realistisch, dass du auch ein bisschen warten musst. Ja, da kommen meine Hühner. Geile Sache. Sieht man auch, wie die ausgeladen werden sogar. Das ist ja cool. Jo, ich habe meine Chicken Nuggets. Und wir haben eine neue Aufgabe. Also man wird zärtlich rangeführt ans Game, das merke ich schon. Kaufe 100 Kilogramm Lupine und 100 Kilogramm Sonnenblumenkerne. What the fuck is Lupine? Habe ich noch nie gehört. Aber ist mir egal, ich kaufe das einfach. Ich werde gleich sehen, was das ist. Sieht aus wie so eine Pflanze. Und es ist brunsteuer gerade, das ist ein bisschen scheiße. Aber egal, wie viel brauchen wir? 100 Kilogramm. Hey, locker zacki flockig kaufen wir das. Und 100 Kilogramm Sonnenblumen. Jo. Ja, die sind billig, da können wir auch zuschlagen. Zack. Einmal ist in der Hut. So, was machen wir? Pflanze Lupinienkerne auf dem Feld an. Pflanze Maiskerne auf dem Feld. Ich habe keine Maiskerne. Auf dem Feld an. Pflanze Sonnenblumensamen auf dem Feld. Ja, da brauche ich 3 Felder praktisch, ne? Weil auf einem Feld kann ich nur ein Ding machen. Ja, da müssen wir ein paar so kleine Felder machen. Oder wir, warte mal, ihr werdet das mal ernten da. Das ist mal das Erste. Ich könnte das auch um praktisch auf die Erdbeeren scheißen. Aber egal, wir machen ein paar kleine Felder. Das passt schon. So. 1, 2, 3, 4. So, passt schon. Jetzt brauche ich aber nur mehr die Samen dafür. Also Sonnenblumen, Mais, Kerne. Ja, die brauche ich auf jeden Fall noch. Also Mais, Kerne. Ja, ich kaufe mal 100, weil ich weiß nicht, wie viel ich brauche. So.
Sonnenblumen-Dingsbums-Boy, ja. Und was brauchen wir noch? Lupinienkerne. So, endlich lässt mir das Spiel ein bisschen was alleine machen, weil vorher war es immer genau angegeben, jetzt muss ich das selbstständig ab. Was? Alter! Was ist das für ein Preis hier? Hui, 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 Alter, das ist ein Goldsamen oder was? Wow! Alter, das ist ja sauber teuer. Alter, das ist eine Goldblume oder was? Ist die aus Gold oder was? Alter, ist die teuer! So. Da ist die Gülle. Die Gülle ist bummvoll gerade, ne? Vorher habe ich gar keine gehabt. Ja, weil meine Kühe alles weggefressen haben hier. Das war das Problem. Jetzt muss ich mal schauen. Man muss immer schauen, ob man genug lagernd hat. Ich habe zum Beispiel gut Silage, habe ich noch. Wie viel ist da? Was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum wird meine Silage hier nicht eingelagert? Vom... Warte, gut, das ist Lagerplatz für Silage. Ich sehe es ja ein. Aber warum kommt es nicht in den Stall zum Beispiel ins Lager? Das gibt man nicht ein, weil hier ist ja das Lager. Das gibt man nicht ganz ein. Aber okay, vielleicht wird es nur eingelagert, wenn das hier voll ist. Das kann natürlich auch sein. Hier sieht man aber nicht, wenn das voll ist. Das ist wieder das andere Problem. Oh, lass da, schleich dich von meinem Grundstück. Alter, ist das hier eine Hauptstraße oder was? Jungs, runter da, hey. Werde wuschig, du. So, jetzt haben wir die ganzen Samen. Maiskerne, Lupinen, irgendwas fehlt aber da. Maiskerne, Lupinen. Ja, hier sind die Sonnenblumen, genau, im kleinen Lager. Warum geben sie das nicht darüber? Aber egal. Wir müssen jetzt, like a pro, pflügen. Also pflügen wir mal. So. Ran geht's, pflügen. Ich brauche einen scheiß Traktor, Mann. Das ist ja der Arscharbeit hier, händisch. So, pflügen, pflügen. Du auch, pflügen. Du machst das alleine, dann bist du Pro. Ich glaub mir meine Samen, ihr Mistviecher. Ja, ich weiß nicht, wie viel ich brauche, Underworld. Keine Ahnung. So, also ich werde das jetzt mal beschleunigen hier. Wir müssen das ja bewässern, pflügen, düngen, was müssen wir noch machen? Kultivieren, whatever das ist. So, zu wenig Tiernahrung im Gebäude. Hm? Oh, scheiße, meine Hühner verhungern. Ah, nee, nee, meine Lupinien kriegt ihr nicht. Ey. Naja gut, könnt ihr haben, ich bin ja nicht so. Ja gut, man muss denen auch das Essen geben und nicht nur kaufen. Alles klar, aber immerhin kriegt man eine Warnung vom Game, das finde ich schon mal geil. Man muss sich hier echt um jeden Scheiß kümmern irgendwie. Könnte auch automatisch ablaufen, dass die das Essen kriegen, wenn ich es lagernd habe zum Beispiel. Das wäre echt nett. Aber das musst du selber machen. So, ich lasse es mir mal auf Turbo hier. Ja, da fällt mir ein, wir sollten unsere Erdbeeren verkaufen, weil sonst sind die wieder verschimmelt wie das letzte Mal. 1.9. Ja, die sind aber noch nicht verschimmelt, die können wir noch. Zack, weg, die haben einen guten Preis gerade. So, was haben wir denn noch? Ich habe Eier? Geil! Ich meine, natürlich habe ich Eier, aber ich meine nur, ne? Milch verscherbeln wir auch gleich. Das hat ja alles Haltbarkeitsdatum hier, das geht ja. Die Scheiße hält am längsten, das wundert mich echt, ey. So, die Milch. Ja, die verkaufen wir sowieso, aber die brauche ich nicht. Gärfutter, das ist nichts wert, das behalten wir. Lupinie, ja, das ist arschwertvoll. Und Sonnenblumen sind noch wertvoller, obwohl der Preis gerade, naja, nicht so ganz befriedigend ist. Aber okay. Was bringt ihr denn an hier? Achso, die holen die Eier ab. Ah.
Da müsste ich Geld kriegen. So, LKWs sind weg. Das Feld ist fertig, dann würde ich sagen, wir kultivieren das. Ne, das dauert nur. Aber gleich ist fertig. So, jetzt können wir das kultivieren. Kultiviert es. Das läuft. Das müssen die nur fertig machen hier. Deine Tiere sind zur Fortpflanzung bereit. Die wollen pimpern. Selbstverständlich, ich bin schon unterwegs. Der Pimpermaster of Disaster ist in Incoming. Ich kann die Hühner auch verkaufen. Finde ich geil, wenn die da sich vermehren und so. Weil dann kriege ich mehr Eier, kriege ich mehr Milch, kriege ich mehr Geld. Logik. Das läuft, das läuft. So, langsam läuft es richtig prall. Ja, dann werden wir hier kultivieren. Ein bisschen mit den Haken rumspielen halt, ne? Ich weiß auch, warum ich jetzt keine Saisonmitarbeiter haben kann. Da brauche ich eine Saisonmitarbeiterunterkunft. Dann geht es. So, der ist jetzt auch fertig da gleich. Warte mal, die sind jetzt schon fertig oder was? Nee. Das ist schon fertig kultiviert und der eine, der eiert noch immer darum mit Gepflügen. Hey. So, jetzt können wir das nur bewässern. Warte mal, düngen. Müssen wir das düngen? Fruchtbarkeit, das ist düngen, ne? Mit was kann man denn düngen? Achso, da muss ich... Genau, genau. Ja, dann würde ich sagen, wir düngen das Feld mit Mist. Wir haben genug Mist von den Kühen. Die haben alles vollgeschissen bei uns. Das läuft. So. Hier müssen wir kultivieren. Kultivieren. Ihr kultiviert. Ich brauche einen Traktor, Mann. Die Maschine wäre nicht schlechter. Zumindest mal einen Traktor, ne? Man muss ja irgendwie anfangen. So, was ist hier? Das ist nur zur Hälfte, hier Vollbande. Bodenqualität ist hier ein bisschen scheiße irgendwie. Ich weiß zwar nicht warum, aber... So, das ist fertig. Hier kann ich schon was aussehen jetzt. Aber ich würde eher sagen, bewässern würde ich es gerne. Die Frage ist, warum kann ich es nicht bewässern? Gedüngt. So. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss.